herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute wollte ich mit euch in der Kenwood Cooking Chef Gourmet die Schneebrötchen vom Plötzblock backen. Bei uns gab es die schon ein paar Mal. Ich finde sie super praktisch, wenn man sie abends vorbereiten kann. Und dann geht der Teig 12 Stunden über Nacht im Kühlschrank bei 10 Grad. Und man braucht sie morgens nur noch abstechen und hat wirklich richtig leckere, tolle Brötchen zum Frühstück. Ich verdoppel die Menge. Ich lese euch jetzt die Zutaten vor, die ich benutze. Das Rezept verlinke ich euch aber immer, wie immer, in der Infobox. Ich benutze 290 Gramm Weizenmehl 550er, 290 Gramm Dinkelmehl 630er, 400 Gramm kaltes Wasser, 15 Gramm Salz. Im normalen Rezept wären dann 3 Gramm Hefe. Ich nehme aber nur 1,5 Gramm Hefe und 60 Gramm Lievito Madre und 30 Gramm Olivenöl. So. Und als allererstes gebt ihr jetzt euer Wasser in die Rührschüssel. Ich habe jetzt hier meine Hefe schon im Wasser aufgelöst. Gebt es rein. Dann gebe ich einmal das Dinkelmehl rein. Und das Weizenmehl. Das Salz und mein Lievito Madre. Das Ganze verkneten wir jetzt. Ich muss mal eben meinen Kneter rausholen, habe ich ganz vergessen. Ja, wo ist er denn? Und zwar erstmal 3 Minuten auf der Stufe Min. Also 3 Minuten. Stufe Min. Die 3 Minuten sind rum. Und jetzt kneten wir das Ganze nochmal 2 Minuten auf der Stufe 1. Die 2 Minuten sind jetzt auch rum. Jetzt geben wir einmal das Olivenöl hinzu und kneten den Teig nochmal 2 Minuten auf Stufe 2. Die 2 Minuten Knetzeit sind jetzt auch vorbei. Ich habe die Schüssel schon mal aus der Cooking Chef gelöst. Ich wollte euch einmal zeigen, wie toll der Teig jetzt geworden ist. Jetzt stellen wir den Teig einmal eine Stunde zur Gare und alle 20 Minuten wird er jetzt einmal gefaltet. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in 20 Minuten wieder. Die ersten 20 Minuten Gare sind jetzt bei mir rum. Jetzt nehme ich die Folie ab. Ich habe mir hier so eine Schüssel mit kaltem Wasser hingestellt. Da mache ich jetzt meine Hände nass und dann ziehe ich einmal den Teig von der einen Seite, lass ihn zur Mitte fallen, drehe die Schüssel einmal um, mach das Ganze nochmal von der anderen Seite, zieh, lass es zur Mitte fallen. Dann sieht der Teig so aus. Und jetzt stelle ich ihn, also insgesamt ja noch 40 Minuten zur Gare. Und dann werde ich ihn noch einmal nach 20 Minuten falten und dann nochmal nach 40 Minuten. Dann wandert er bei mir auf die Terrasse. Es ist kalt genug heute. Ansonsten in den Kühlschrank bei 10 Grad. Und dann sehen wir uns morgen früh so in circa 12 Stunden wieder, wo wir dann die Brötchen abstechen werden. Und da werde ich dann auch die Kameraeinstellung verändern, damit ihr besser sehen könnt. Mein Teig ist jetzt sogar fast 11 Stunden gegangen. So sieht er jetzt aus. Jetzt bemehle ich ihn oben ein bisschen mit Mehl und gebe ihn auf meine bemehlte Arbeitsfläche. So. Und alles rausholen. So. Schüssel. Dann bemehle ich einmal den Teig nochmal von oben.
jetzt gehe ich her und ziehe den so ein bisschen seitlich auseinander, sodass ich relativ so ein Rechteck erhalte. So. Und da habe ich mir jetzt überlegt, teile ich 5 Brötchen auf jeder Seite ab, also insgesamt mache ich 10. Jetzt gehe ich einmal her, schneide den Teig in der Mitte durch. Ziehe ein bisschen weg. So, und dann teile ich mir noch mal 5 Teiglinge ab und die setze ich jetzt einfach so auf meinen Zauberstein. Ihr könnt natürlich auch euer Backblech nehmen. Da würde ich allerdings Backpapier unterlegen. So. Und dann wandern die jetzt gleich. Also der Backofen heizt schon auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vor. Und da wandern die dann so circa 20 Minuten rein, je nach Bräune. Ja, ich würde sagen, ich teile das jetzt noch alles zu Ende und dann melde ich mich nochmal, bevor ich die Teiglinge in den Ofen gebe. Hier seht ihr jetzt meine 10 abgestochenen Teiglinge. Die lasse ich jetzt noch so lange hier stehen, bis der Backofen die Temperatur von 220 Grad Ober- und Unterhitze erreicht hat. Und dann wandern sie ca. wie gesagt 20 bis 25 Minuten in den Backofen, je nach Bräune. Ich werde mich dann melden, wenn ich die Brötchen aus dem Ofen hole. So, meine Schneebrötchen sind fertig. Sie waren jetzt insgesamt 22,5 Minuten im Backofen. Sehen die nicht klasse aus? Ich finde, die sind super aufgegangen. Jedes Mal freue ich mich, wenn ich die Schneebrötchen aus dem Ofen hole. Ich zeige euch mal, auch eine tolle Kruste. Ich lasse jetzt noch einen Augenblick auf dem Backstein liegen, damit sie von unten auch noch ein bisschen krosser werden. Mein zweiter Stein ist jetzt im Backofen. Ja, ich melde mich dann, wenn ich sie angeschnitten habe. So, hier habe ich euch die Schneebrötchen jetzt mal angerichtet und euch auch eins durchgeschnitten, um euch mal zu zeigen, wie super toll auch die Porung ist. Und sie schmecken wirklich richtig gut, sind super praktisch, wenn man sie abends vorher vorbereiten kann und hat am Morgen innerhalb von einer halben Stunde super leckere, frisch gebackene Brötchen. Probiert es aus, ihr werdet bestimmt genauso begeistert sein wie ich. Und wenn ihr sie ausprobiert habt, dann würde ich mich über Kommentare freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch bitte und gebt mir ein Like. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.